Wie werden die Dementoren eigentlich durch die Todesser und Voldemort kontrolliert? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Dementoren sind tödliche Nichtwesen mit dunkelgrauer, schorfiger Figur. Sie sind getarnt und können bis zu 3 Meter groß werden, was sie besonders einschüchternd macht. Sie verkörpern Unglück und Verzweiflung, was sie zu den perfekten Wächtern für die Inselfestung Azkaban macht. Das Gefängnis, in das alle finstere Hexen und Zauberer geschickt werden, um für ihre Verbrechen zu büßen. Das ursprüngliche Konzept für die Dementoren wurde von J.K. Rowling entwickelt, um Depressionen darzustellen. Als jemand, der selbst unter Depressionen gelitten hatte, wollte Rowling ein Wesen erschaffen, das alle negativen Aspekte der Depression verkörpert. In einem Interview wurde Rowling gebeten, zu beschreiben, wie sich Depressionen anfühlen. Sie sagte folgendes: "Es ist das Fehlen der Möglichkeit, sich vorzustellen, dass man jemals wieder fröhlich sein wird. Das Fehlen von Hoffnung. Dieses abgestumpfte Gefühl, das sich so sehr von der Traurigkeit unterscheidet. Traurigkeit tut weh, aber es ist ein gesundes Gefühl. Es ist ein notwendiges Gefühl. Depression ist etwas ganz anderes." Okay, jetzt hast du eine gute Vorstellung davon, was Dementoren sind. Aber die Frage bleibt, wie können dunkle Zauberer wie Voldemort sie kontrollieren? Sie klingen sicherlich nicht nach einer Kreatur, die man kontrollieren könnte. Aber es ist so, dass sowohl das Zaubereiministerium, also die Guten in Anführungszeichen, als auch die dunklen Mächte Dementoren irgendwann kontrolliert haben. Wie sich herausstellte, haben die Dementoren lange Zeit gedient. Das Zaubereiministerium engagierte die Dementoren erstmals 1718, als der neue Zaubereiminister Damocles Rowley gewählt wurde. Rowley sah in den Dementoren eine potenzielle Bereicherung und anstatt zu versuchen, sie loszuwerden, glaubte er, dass er ihre Fähigkeiten in Azkaban nutzen könnte, um dunkle Gefangene in Schach zu halten. Rowley wusste, dass das Gefängnis Wachen brauchte und war der Meinung, dass er durch den Einsatz von den Dementoren das Leben der Hexen- und Zaubererwachen nicht gefährden würde. Die Zaubererwelt protestierte zunächst gegen den Einsatz von Dementoren, aber da die Ausbruchsrate in Azkaban bei fast 0% lag, ließ man schließlich von diesem Thema ab. Die Dementoren waren also die perfekten Wächter. Aber warum, so könnte man sich jetzt fragen, sollten die Dementoren dem Zaubereiministerium dienen? Warum sollten dunkle, verrückte Nichtwesen dem Ministerium dienen? Nun, dafür gibt es einige Gründe. Der Hauptgrund war, dass das Ministerium den Dementoren erlaubte, sich von den Gefühlen der Gefangenen innerhalb seiner Mauern zu ernähren. Das war eines der Hauptprobleme bei der Verwendung von Dementoren in Azkaban, denn hier gibt es sicherlich einige ethische Fragen zu klären. Das Einzige, was die Dementoren wirklich wollen, ist sich ernähren. Es ist also logisch, dass sie die Gelegenheit ergreifen würden, wenn man sie ihnen auf dem Silbertablett serviert. Das war ein Gewinn für alle, denn es diente auch zusätzlich der Abschreckung für dunkle Zauberer, das Zauberergesetz gar nicht erst zu brechen. Meiner Meinung nach würden böse Hexen und Zauberer wahrscheinlich eher Gesetze nicht brechen, als sich mit Dementoren auseinandersetzen zu müssen. Der nächste und weniger wichtige Grund dafür, dass die Dementoren den Befehlen des Ministeriums folgten, war einfach die Tatsache, dass das Ministerium über den Patronuszauber eine gewisse Kontrolle über sie ausübte. In Kapitel 13 der Heiligtümer des Todes sehen wir, wie Umbridge ihren Patronus einsetzt, um die Dementoren zu kontrollieren. Ein Patronuszauber wird erzeugt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer den Zauberspruch Expecto Patronum spricht. Der Zweck eines Patronuszaubers fasst ausschließlich die Abwehr von Dementoren und seine Verwendung reicht viele Jahrhunderte zurück. Der Patronuszauber ist deshalb so wirksam gegen Dementoren, weil er im Grunde alles repräsentiert, was Dementoren verabscheuen. Licht, Glück und Reinheit. Abgesehen vom Patronuszauber gibt es keinen wirklichen weiteren Grund, warum die Dementoren den Anweisungen des Ministeriums folgen sollten. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Dementoren, wenn sie das Ministerium übernehmen wollten, dies zumindest eine Zeit lang tun könnten, da nicht jede Hexe und jeder Zauberer in der Lage ist, einen Patronuszauber anzuwenden. Du fragst dich jetzt vielleicht, wenn das Ministerium die Dementoren mit dem Patronuszauber kontrolliert, wie kontrollieren die dunklen Zauberer sie dann? Die meisten dunklen Zauberer sind einfach nicht in der Lage, einen Patronuszauber anzuwenden. Und das liegt daran, dass man sich glückliche Erinnerungen zunutze machen muss, um einen solchen zu erzeugen. Außerdem ist es ein gefährliches Terrain für dunkle Zauberer, wie wir erfahren, denn nur eine Person mit einem reinen Herzen kann einen Patronus herstellen.
Wenn eine unwürdige Person einen Patronus zaubert, kann das katastrophale Folgen haben. Er wird den gesamten Körper der Person verschlingen. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Dolores Umbridge, die einen Patronus werfen kann, aber die meisten können das nicht. Wie haben die dunklen Zauberer sie also in der Vergangenheit kontrolliert? Wie aus dem folgenden Zitat von Dumbledore hervorgeht, haben die Todesser einfach nur mehr zu bieten als das Ministerium. Wir anderen schlafen weniger ruhig in unseren Betten, Cornelius, weil wir wissen, dass du Lord Voldemorts gefährlichste Anhänger in die Obhut von Kreaturen gegeben hast, die sich ihm sofort anschließen werden, wenn er darum bittet, sagte Dumbledore. Sie werden dir nicht treu bleiben, du Schummler. Voldemort kann ihnen viel mehr Spielraum für ihre Kräfte und ihr Vergnügen bieten als du. Mit den Dementoren im Rücken und seinen alten Anhängern, die zu ihm zurückgekehrt sind, werdet ihr ihn nur schwer davon abhalten können, wieder die Macht zu erlangen, die er vor 13 Jahren hatte. Wenn wir die Opfergaben beider Seiten im Kontext einer Mahlzeit betrachten, bietet das Ministerium den Dementoren die Seelen korrupter, dunkler Hexen und Zauberer an, von denen sie wahrscheinlich nicht mehr viel zu essen haben. Die Gefangenen von Azkaban sind aus einem bestimmten Grund dort. Sie haben in ihrem Leben Gräueltaten begangen und Opfer gebracht, die sie ihre Seele gekostet haben. Manche leben ein verfluchtes Leben. Für eine dunkle Kreatur, die sich von Dunkelheit und Verzweiflung ernährt, ist die Seele einer gewöhnlichen Hexe oder eines Zauberers viel appetitlicher. Das Ministerium erlaubt ihnen aber nur, die Seelen von Gefangenen zu nehmen. Voldemort bietet ihnen freie Hand über das gesamte zaubernde Volk. Außerdem gedeihen Dementoren in einer Situation der Dunkelheit und Verzweiflung. Und nichts bringt mehr Verzweiflung als die Herrschaft von Lord Voldemort. Ganz einfach, die Todesser und die dunklen Zauberer können den Dementoren mehr bieten als das Ministerium. Also ist es für die Dementoren nur logisch, die Seite zu wechseln. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.